Bleiches Gesicht. Schwitzende Hände. Angstzustände. Davonlaufen. Und das sind bei den meisten Menschen genau die Symptome, wenn sie einen Krampus sehen oder sogar nur hören. Ich bin immer ein bisschen unentspannt, wenn ich die Glocken von den Perchten höre. Als Kind habe ich mich sogar mit meiner besten Freundin in den Mülltonnen am Krampaltag versteckt, weil wir so Angst gehabt haben. Und genau so geht es aber vielen Menschen. Hier im Krampus-Angstseminar im salzburgerischen Anif können die Teilnehmer lernen, wie man mit dieser Angst umgeht. 24 Teilnehmer sind heute zu diesem zweistündigen Seminar gekommen. Gemeinsam mit Verhaltenstherapeutin Andrea Hammerer lernen sie, mit der Angst umzugehen. Und die sitzt bei den meisten sehr tief. Ich bin in der Weihnachtszeit eigentlich fast nur zu Hause. Also ich schaue, dass ich wirklich nirgends hingehe. Also Christkindlmarkt wird auch zuerst geschaut, ob der Krampuslauf in der Nähe ist oder nicht. Einfach Panik, einfach weg, einfach schlimm, einfach wirklich. Dabei wissen die meisten gar nicht, woher diese Angst kommt. Man kann die Leute fragen, hast du ein furchtbares Erlebnis mit einem Krampus gehabt? Und die werden die meisten sagen, nein, eigentlich nicht, aber ich habe Angst davor, dass es passieren könnte. Die einzige Lösung ist nach der Verhaltenstherapeutin die direkte Konfrontation mit dieser Angst. Daher werden wir relativ rasch mit den Krampusen konfrontiert. Okay, jetzt wird's ernst. Jetzt kommen die Krampusse nach der Reihe rein. Alleine die Tatsache, dass die Perchten gleich den Raum, also die geschützte Zone, betreten, versetzt die meisten in Panik. Angstzustände steigen empor. Viele wollen einfach nur flüchten. Ah, diese Glocken! Okay, für viele ist das jetzt der absolute Nullpunkt. Wahnsinn. Das ist gerade eine ganz eigene Stimmung hier. Die Verhaltenstherapeutin konfrontiert das erste Mal die Teilnehmer mit den Krampusen. Es kann gar nichts passieren. Die meisten Angstpatienten glauben, verrückt zu werden, wenn sie sich länger der Situation aussetzen. Und deswegen habituiert man an die Situation, das heißt, man gewöhnt sich an die Situation und dann lernt er, ah, da ist ja gar nichts mehr drüber. Das heißt, ich bin eigentlich in Sicherheit und dann sinkt die Angst langsam wieder auf Null. Nachdem die meisten konfrontiert wurden, legt sich aber die Angst. Auch ich wage mich zu den Krampusen. Nur die Glocken mag ich nicht, nur die Glocken mag ich nicht. So geht's gut. Na, tja, und ohne Maske schauen sie ja eigentlich ganz niedlich aus. Wie ist es für euch, wenn so die Mädels da jetzt Tränen ausbrechen da vor euch? Ein ungutes Gefühl, weil man will nicht wen traurig machen, man will eigentlich doch wen Spaß haben mit den Leuten. Mhm. Stimmt. Mit diesem Wissen hat man vielleicht nicht mehr so eine Angst vor den Brüschen hinter den Masken. Und meine Seminarkollegen, die sind, so wie ich, total erleichtert. Ja, einfach das Ganze drumherum. Das Schlimmste war das, nur schlimmer war das Einrennen dann am Ende. Aber einfach generell die Glocken eben. Glocken, gell, das sind furchtbar. Wenn alle ganz laut reinkommen sind und nicht mehr, also wo man dann schon wirklich das Krampuslaufgefühl gehabt hat. Du hast das Gefühl, das hat heute was geholfen, dieses Angstseminar? Ja, es ist sicher besser. Ich habe wirklich Panik gehabt. Und, ja. Ich denke schon, ja, wie es halt dann wirklich im echten Leben dann ist, wird sich herausstellen, aber wir werden es probieren. Oh, war ziemlich heiß da drunter. Also man sieht, vor den Krampusen muss man wirklich keine Angst haben, denn da steckt einfach nur ein ganz normaler Mensch darunter.